Saluti und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist so. Der Oli und ich haben diese Woche einen mega coolen Bescheid bekommen. Und zwar sind wir vor 2 Wochen eine Wohnung anschauen, weil wir gedacht haben, man kann nicht genug früh anfangen. Eigentlich wollen wir erst beim Hochzeug zusammenziehen. Und, also nicht nur eigentlich, sondern wir wollen das. Und wir denken, wir fangen jetzt mal an, Wohnung zu suchen, weil es kann ja nicht schaden, wenn ein vorher schon einzieht, dann kann man vorher schon ein bisschen einrichten und so. Dann ist nicht alles so auf einen Tag, wo man eh schon viel los hat, wegen dem Hochzeug, und ja, dann kann man vorher schon ein bisschen einrichten und so. Dann sind wir die Wohnung anschauen und sie hat uns mega gefallen. Und dann haben wir uns beworben und eine Woche später haben wir Bescheid bekommen, dass wir sie überkommen. Und ja, es ist mega cool. Es ist dann sozusagen meine erste eigene Wohnung. Also ich habe ja schon mal auswärts gewohnt, also einfach nicht daheim gewohnt, sondern dort, wo ich eine Wohnung gehütet habe. Aber es ist nochmal ganz, ganz anders, weil, keine Ahnung, es ist die Wohnung, wo ich mit dem Mann teile, wo ich den Rest von meinem Leben möchte verbringen. Und ja, es ist auch cool. Ich bin voll glücklich. Wie frisch verliebt fühlt sich das an. Und darum wird das Video ein Ausmisten, Sortieren, Packen Video. Weil ich jetzt dann anfange zu packen. Also ich muss noch etwas sagen zu der Wohnung. Der Oli wird einziehen und ich werde dann einfach auf den Ende April, dann wenn wir heiraten, einziehen. Wir werden aber vorher schon zusammen ein bisschen einrichten und in die IKEA gehen und so. Einfach, dass wir den Stress nicht an einem Tag haben. Ja. Ich habe meine Kleider nochmal ausgemistet, vor etwa 3 Wochen. Ich habe hier noch nicht gewusst, dass wir eine Wohnung suchen, also dass wir die Wohnung bekommen. Ich wollte eh mal ausmisten und ja, das trifft sich jetzt gerade gut. Ich tue noch jetzt das einblenden, wo ich meine Kleider ausgesortiert habe. Ich habe das vor 3 Monaten schon mal gemacht, aber ich kann noch mal wählen. Ich bin jetzt gerade von der Schule heimgekommen, also falls ich noch irgendwie glänzte, da in den Augenbrauen oder sonst noch im Gesicht, dann ist das Glitzer von heute, von der Schule. Ich mache eine Visagistenschule und heute haben wir Kinderschminken gelernt. Ich wollte meinen Kleiderschrank noch mal ausmisten und sonst noch ein paar Sachen ausmisten von meinem Zimmer. Ich mache das mal so, dass ich alle meine Kleider auf einen Haufen schmeiße, dass ich mal sehe, was ich alles habe. Und dann tue ich es aussortieren. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen beängstigend, wie viele Kleider ich habe. Ich probiere es jetzt alles aussortieren und es ist ja noch nicht alles. Ein Teil ist ja noch in der Wäsche. Ich glaube, es ist wirklich gut, wenn ihr mal all eure Kleider könnt vor euch anlegen könnt und dann seht ihr mal, wie viel ihr habt. Falls ihr wirklich möchtet aussortieren, dann glaube ich, also mir hilft es jetzt mega, zum sagen, Scheiße, ich habe viel zu viele Kleider. Ich brauche nicht so viel, ich lege nicht so viel an, um wirklich nur die Sachen zu behalten, die mir am besten gefallen. Und ich mache mich jetzt daran, Timelapse ab. Meine Kleider sind aussortiert. Ich habe immer noch ziemlich viel, finde ich, aber ja, sorry wegen dieser Katze. Ich komme so nusig. Oh mein Gott, ist das herzig. Ich werde jetzt aber mal anfangen, alles was in meinem WC drin ist, also was in so Schminksachen und Beauty-Produkte und so Zeug, werde ich anfangen ausmisten. Es ist schon dran. Werde ich anfangen ausmisten und sortieren. In dieser oberen Schublade da habe ich alles mögliche an Haarsachen. Ja, ich werde das jetzt aussortieren. Wer braucht so viel Einwegrasierer?
haben da so ein Kästchen von der IKEA und haben da alles Mögliche drin und ich will das jetzt mal ausprobieren. So, ich habe jetzt mein Bad aufgeräumt und aussortiert und ich zeige euch, wie es aussieht. In meinem Spiegelschränkchen habe ich nicht mehr allzu viele Sachen. Also schon noch ziemlich viel so Zeugs da. Aber ich wollte das Zeug eigentlich gleich mal aufbrauchen und dann würde ich mir eigentlich nicht mehr so viel kaufen, weil ich brauche das nicht. Dann unten dran habe ich einfach Haarsachen und Strähle und Bürste und so. Und alles unten dran in der Schublade sind irgendwelche Mittel und Shampoo-Zeugs zum noch brauchen und kleine Sachen und Seifen, Gesichtsmasken, alles mögliche Handcreme, die ich niemals werde brauchen. Aber ich brauche es jetzt einfach noch, solange ich lebe. Und dann in dem Schrank da hinten. Ich glaube, das war mal von der IKEA. Habe ich jetzt hier mein Make-up-Dings für tägliches Make-up. Also mehr oder weniger täglich. Ja, da einfach dafür, wenn ich meine Tage habe. Und das ist noch leer. Und dann hier rein habe ich, sehen wir dem, so ein bisschen, was man braucht, wenn man krank ist. Da habe ich noch ein bisschen mehr Make-up. Dann hier rein ist mein Haar-Deko-Schmuck irgendwie, so Zeug. Da drin sind noch meine Bauchnabel-Piercings und sonst habe ich nichts in der Schublade. Ja, Wattepads, auch wieder für, wenn ich meine Tage habe. Und Ohrenstäbchen zum Auffüllen. Da drin sind meine Toilettentäschchen. Und da zuunterst mein Lockstab und mein Föhn. Das wäre alles, was ich habe, so hier im Badzimmer. Ich mache mich jetzt mal an das Chaos an und nachher das Gestell dahin. So eine Zügelkiste geholt und da kommt mal alles Deko-Zeugs und sonstige Sachen, die ich fürs Hochzeug brauche und alles mal da drin. Das ist aller Schmuck, den ich noch habe. Ich weiß jetzt voll nicht, ob das viel oder wenig ist. Drin habe ich auf einem separaten Ding. Aber das sind alle Ketten und Ohrringe, die ich noch habe. Das ist alles das, was ich aussortiert habe. Schmuck und so Zeug, Ohrringe und sonstige Sachen. Ich werde das sicher nicht alles wegrühren. Ich werde als Mami fragen, ob sie etwas will. Und Kolleginnen. Genau. Und der Rest kommt sonst weg. Es wird jetzt wahrscheinlich dann gleich mal so ein Pack-Zügel-Vlogs geben. Und auch eine leere Roomtour vielleicht. Dann sicher auch eine Roomtour, wenn alles eingerichtet ist. Ich würde euch also freuen. Darum mich abonnieren und das Video liken. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!